Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge unsere neue Booster Stage für Langstreckflüge angefangen haben zu designen und jetzt gerade die Abschirmung für den Nuklearantrieb versuchen zu bauen, weil natürlich dieser Strahlung abgibt und von daher ein bisschen geschirmt sein sollte eigentlich, und das versuchen wir natürlich jetzt zu designen. Es ging auch alles Stadtkacke aus, ganz ehrlich. Ich will gerade, welches Teil ich jetzt gerade hatte. Das hier, ne? So. Und jetzt wird vielleicht so nach außen, genau. Es könnte vielleicht was bringen. Okay, das schaut komisch aus, ganz ehrlich. Nee, taugt mir nicht. Ganz ehrlich, das schaut mir zu komisch aus. Dann machen wir es eher so, dass wir die jetzt aufbiegen. So. Das sollte ja wenigstens einigermaßen passen. Dann brauchen wir Struts, Struktur natürlich. Wo sind denn da? Und hier noch natürlich eins, zwei hin. Damit das hält. Ja, ich finde, das schaut ganz gut aus eigentlich. Es ist halt schön abgestimmt und hoffentlich sollte das einigermaßen wenigstens helfen, wenn wir wirklich mal Kerbals damit transportieren wollen. So, dann muss natürlich jetzt... Wir haben jetzt hier eine Batterie verbaut. Hier das SAS. Hier haben wir Solarpaneele. Jetzt kommt das Funkproblem. Das würde ich aber ganz simpel lösen, indem wir hier ein paar Antennen einbauen. Und ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Antenne ausfahren. Das würde auch funktionieren, oder? Rein theoretisch. Die drehen wir aber um. So. Antenne einfahren. Nee, dann über den SS-Booster noch nicht. So. Dann fährt es aus und kann testen. So. Das sollte auf jeden Fall passen. Was jetzt sein muss, ist hier drüber noch ein Stück zu platzieren. Dann machen wir nochmal einen kleinen Tank vielleicht hin. So ein Standard-Tank, so ein 0815-Tank, sowas. Naja, da brauchen wir einen größeren. Du passt da hinten von der Größe her. Dann kommen Struts dazwischen. Und jetzt machen wir hier Verkleidung bauen. Left Alt und... Ja, nee, das hat nicht... Oh Gott! So, jetzt haben wir dann einen Ring drum. Unanpassbarer Schutz rein theoretisch. Kriegt eine Simulierung außenrum, eine goldene noch. Da werden wir jetzt recolern mit so einem... Nee, Red Paint, das schaut cool aus. So, das ist jetzt sozusagen... Alter, das ist eine fette Stage. Aber 7000 MS, was willst du mehr?
Und obendrauf kommt jetzt der Dockingport. Da der sich ja im Weltraum befindet, ist es tendenziell wurscht, was für ein... Oh, Leute, das ist ja ganz groß, oder? Open. Das ist ein großer... Okay, das ist ein fetter... Ein dicker, dicker Bursche. Nee, wir haben viele Decoupler, aber noch nicht den großen, normalen. Also wir haben hier so einen Decoupler, aber... Das ist ja auch nicht der, den wir hier brauchen würden sonst. Dann nehmen wir den normalen Clampertron. Machen natürlich noch einen dementsprechenden Adapter oben hin. Wo sind denn die Strukturteile hier? Jo, hochscrollen! Nee, dann war es die. Nee, war es auch nicht. Nee. Hä? Da ist er. Gut. Gefunden! Im Grunde, da oben dockst du das Teil an, was du verschicken willst, und das Teil verschickt es dann. Oder du kannst halt da oben auch auftanken, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, aber wie man es will, ne? Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in Space kriegen. Das könnte der nächste Funny Part werden. Aber mit 7000 MS kommst du weit. Also wenn wir gut timen mit den Flügen, kommt es hin und zurück, ohne nachzutanken. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Decoupler. Einen größeren Decoupler. So. Weil wir müssen das Ganze ja jetzt auch hochschicken. Und ich würde gerne diesmal das... Naja, weiter auseinander geht's nicht. Ja toll, das ist wieder super hier. Okay, er kriegt die Fähring drauf. Perfekt. Wie kriege ich das jetzt reconfigured? So, okay. Alter, das ist ein Riesenteil. Wir haben noch gar nicht die anderen Triebwerke eigentlich ausprobiert. Wir haben ja hier noch... Warte mal, hier oben haben wir noch einen 400. Alter, das Ding ist aber eher für ein Flugzeug, habe ich das Gefühl. Damit müssen wir uns dann auch mal spielen. Wo sind eigentlich die anderen? Ich habe ja nicht nur einen, oder? Ich habe ja vier. Da ist noch einer. Ein bisschen größerer. Ich würde mal... Hört sich jetzt blöd an, aber mal kurz versuchen, den Antrieb zu wechseln. Geht man ihn so zurück? Ja, geht man, okay. Der hat 7700 und ist halt original die Größe, ne? Nehmen wir den passenden dazu. Würde ich sagen. Passend ist passend und 7700 sind immer noch 7700. Da ändert sich nichts dran. So, jetzt brauchen wir natürlich die passenden Stages. Können wir die flach machen? Ja, das hat... Ich will gerade nicht, ob ich das vielleicht sogar so hinsetzen. Das schaut so. Ja, lass mal so. Wir brauchen jetzt eine dezent heftige Startstage. So dezent heftig. Haben wir da was? Im Pedo. Was sind das für Treibstofftanks? Das ist ja die kleinste Verarsche. So, Fuel Tanks, das ist perfekt. Und dann... Wollen wir den passenden Fuel... Hast du nicht die passenden Teile gleich bei dir? Ah, das sind Adapter auf alle Größen, okay. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier schönes im Petto? Nee, ich wollte echt größer sein, fuck. So. Und das mal als die Middle Stage. Was ist denn das?
Jetzt bin ich kurz mal abgelenkt. Warte mal, wie geht denn das jetzt hier? Lock? Nee. Was? Was? Lol. Oh lol. Okay, das toll ist cool. Muss ich mir vielleicht auch mal auseinandersetzen mit. Jetzt geht's aber. Zurück zum Thema. Triebwerksplatte. Wir brauchen dementsprechende Plätze zum Anbauen von Triebwerken. Und ich bin wieder vollkommen in der falschen Abteilung gelandet. So typisch ich. So. Ja, das sind wieder diese kleinen Tanks. Die sind zwar schön, aber die bringen sich nichts. Wir brauchen einfach Triebwerke, die mehrfach startbar sind. Vierfach. 1100 MS. Wir reden jetzt mal von der Höhe. 1000. Okay. Dann ändern wir das aber auf rein vier. Warte, da war vierfach. Vierfach. Okay. Dann passen die da nicht rein. Dann machen wir jetzt hier so weit. Und dann brauchen wir dafür wieder einen Steckdekoppler. Einen Steckdekoppler. Dekoppler. Olö. So. Kann ich den in die Größe verändern? Ja, perfekt. So. Kann ich die Länge des Schrott noch verändern und ob die dann passt? Jo, kann noch. Perfekt. Überhaupt keine große. Kein großer Transport oder so heute, ne? Standard, würde ich mal sagen hier. Ja, ganz simpler Standard. Ich habe erwartet immer, dass die so groß sind. Ich weiß nicht wieso. Ich erwarte, dass die riesig sind. Ich nehme jetzt den hier und tue den hochpumpen auf die passende Größe. So. Ja, okay, ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen Höhe, bitte. Dankeschön, dankeschön. Sehr, 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 sehr freundlich von Ihnen. Das könnte jetzt interessant werden. Was für Antriebe wir da dran kriegen. So, einmal vergrößern. Vervielfachen. Da brauchen wir mehr Antriebe. Ich denke auf jeden Fall. Jetzt kann ich nur denken, das wird so sein wie immer. Zack. So, okay, alle Triebwerke unten rein. 1,6. Aber ich tue gerade hier schon ein bisschen sortieren anfangen. Aber es benötigt. Was ist denn jetzt los? Fällt dir auch gerade auf, ich kann dir dann direkt die Triebwerke dranhauen. Lol. Ihr seid die vier Triebwerke hier oben. Was ist denn jetzt hier oben los? Das ist mal buggy, lol. Hä, was ist jetzt los? Sollten wir gleich zusammen aktivieren und genauso wie dich hier auch zusammen. Aber was jetzt wichtig ist, ist zu schauen, wie viel Schub kann ich rein theoretisch noch darunter packen. Noch so ein Tank drunter und wir haben wie viel Schub? 1,46. Hey. Warte mal. Was? Es hat sich nichts verändert. Okay, also haben wir hier im Grunde ein Maximum mit den Boostern unten drunter. Dann machen wir das doch mal jetzt auf die gute alte Art. Und zwar haben wir hier schon das Dekoppler. Und wir tun richtig fett Booster noch dran. Und zwar pumpen wir die Originalen noch ein bisschen, also ein bisschen aufpumpen. Okay, vielleicht auch nicht so.
So 3-1 ist doch ganz eine schöne Zahl eigentlich. Kann ich eigentlich die Kappler auch ein bisschen aufpumpen? Ja, schöner, dann haben die nicht einen besseren Abstand. Gut, gut, gut. So, ihr habt 1-3 Schub. Ich würde aber gerne euch davor schon aktivieren, rein theoretisch. Dann erst die Kappeln. Brauchen die jetzt noch eine Nase? Eine aerodynamische. Und dann sollte das Ding hoffentlich in den Weltraum fliegen können. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe es. Wir brauchen 3-1, ne? Wenn man wieder alles speziell macht, dann kommt sowas dabei raus. So. Und zack. Das wird eine Mission für die Ewigkeit. Denke ich halt mal. So, das passt auch. Das passt auch. Kann ich hier auch was umstellen? Natürlich nicht Standard. Hohe Qualität hier. Ansonsten schaut aber alles gut aus. Ja. Ja, ja. Eine unserer fettesten Raketen, würde ich mal wieder sagen, seit langem. Also echt seit langem. So, jetzt kriegt es noch eine Hülle außenrum. Eine schöne Hülle. Nehmen wir mal diese Olive-Dings da. Und das ist der Nuke-Transport. Port We Won. Speichern. Bei den ersten Test, du kannst rein theoretisch mal zu Minimus machen. Mit irgendeiner Landungsbuchse oder sowas. Wir müssen einfach mal checken, ob das Ding überhaupt fliegt gescheit. Aber von dem alles schaut gut aus. Dann würde ich sagen, schieben wir das Ding mal auf die Startplattform, oder? Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendwie einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.